Hallo Freunde! Besser gesagt, hallo Dragon Ball Z-Fans! Ja, in der letzten Folge ist ein neuer Feind aufgetaucht. Und auch Piccolo ist ein wenig nervös. Weil so eine starke Aura hat er noch nie gespürt. So, aber bevor es soweit ist, habe ich ein paar Zivilisten entdeckt. Ich glaube, unter diesem Baum besorge ich mir Wolfsfleisch. Okay. So. Ah, da fliegen wir dann hin. Ja, es gibt eine kleine Änderung. Und zwar, man kann doch die Sprache ändern, beziehungsweise die Stimme. Und zwar im Hauptmenü. Und ja, jetzt sprechen alle in Englisch. Was einfacher ist, weil, wie gesagt, das Japanische, da weiß man oft nicht, ist es jetzt ein Kind, eine Frau, ein Mann. Möhre, Möhre, okay. Genau, es ist immer wichtig, hin und wieder sich mal auszuruhen. Dann hat man wieder volle LP. Was ist denn das? Medaille, sehr schön. So. Jetzt fliegen wir mal dorthin. Also, warte, jetzt fliegen wir mal. Well now, this could be fun. I'll make quick work of you. Zwei sogar. Jawohl. Das sind schon stärkere Gegner. Jawohl. Totenkopf-Robo. Ja, genau. Totenkopf-Robo. Kennt man noch von den alten Dragon Ball-Folgen? Roboter der einstigen Red Ribbon-Armee. So, wo sind jetzt die? Ich habe sie schon gesehen, die Wölfe. Na gut. Looks like someone wants to die. Also blau, wie gesagt, ihr seht ja die blauen Pfeile. Bedeutet leichter Gegner. Ah, das ist es. Sehr schön. Also einfach geht es. Schaut aus wie ein Hund. Und habt ihr schon. Einfach geht es. Und habt ihr schon.
Sehr gut, und jetzt schauen wir noch darüber. Schon geil. Looks like someone wants to die. I'll make quick work of you. Ich habe auch gelesen, es ist immer besser, wirklich auszuweichen, als zu blocken. Sehr schön. Ist das der Ort, an dem ich eine Stahlmutter-Elfin? Weiß ich nicht, mein Freund. Axwelle, aha. Geriebelager, also da gibt es wirklich sehr viele Gegenstände. Ja, schau her. Schildkrötenschulen-Tutorial. Von Gokus und Krillins Training bei Muten Roshi startet in aller Herrgottsfrühe. Die beiden haben ein mörderisches Pensum zu bewältigen. Morgens trainieren sie ihren Körper, danach folgt ein mentaler Workout. Da er eher mit seinen Fäusten als mit dem Kopf denkt, schafft es Son Goku nicht, bei der theoretischen Seite des Trainings mitzuhalten. Voll super. Also man musste wirklich alles genau anschauen, beobachten. Eigentlich... Ah, schau. Weizen. Sehr schön. Wölfchen. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, wir schauen uns da noch ein bisschen um, aber dann geht's heiter weiter mit der Story. Also wie gesagt, mit der Steuerung habe ich noch etwas Probleme. Und das möchte ich jetzt auch probieren. Ah ja. Ey, das gibt's ja nur. Ja, so geht es. Gut, blutroter Pterosaurier. Gut. Na gut, weil das jetzt so gut war. Probieren wir den blauen auch noch. Well now, this could be fun. Boah, das ist...
Looks like someone wants to die. Wieder ein Frühstück. Jetzt stört mich der auch noch. Na, warte. Vorgänger der Gestalt. Hierbei handelt es sich um einen Superangriff, bei dem du während des Angriffs auch den Kreis, also den Bewegungsdings, benutzt, um auf deine Gegner zu zielen und Ki-Explosionen abzufeuern. Erfasst du erfolgreich einen Gegner, fügst du ihm zusätzlichen Schaden zu. Dieser Angriff gibt es in zwei Versionen. Eine, bei der du mehrere Explosionen abfeuerst, wenn du den Cursor bewegst. Eine, bei der du ein Ziel anvisierst und eine Explosion abfeuerst. Letzteres ist besonders nützlich, wenn dir Treffgenauigkeit wichtig ist oder wenn dein Ziel klein und schwer zu treffen ist. Also ihr merkt schon, ich habe heute, glaube ich, eine etwas andere Stimme. Also ich bin sicher schon seit einem Monat extremst verkühlt. Ich komme das nicht weg. Ist halt so. Gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war oder nicht. So that's all, huh? So, darf ich jetzt, ich möchte nur den Blauen erwischen. Ja, aber wirklich, es ist wirklich nicht einfach. Ja, endlich! Blauer Flugzahn. Flugsaurierzahn. Looks like someone wants to die. So, jetzt schaue ich aber noch schnell zu den Türmen. Da waren wir, glaube ich, bevor ich aufgehört habe, in der letzten Folge. Also Gegner gibt es viele. Aber ist eh gut, du musst ein bisschen trainieren. Okay. Don't kid yourself, you could never beat me. Das wird jetzt interessant, weil das möchte ich unbedingt ausprobieren. Genau das war das, ja genau. Kenn mich schon aus. B-Medaille. Ja, die kann man eh ausrüsten. Das muss ich mir nochmal anschauen. Wir untersuchen Dinosaurier wissenschaftlich. Ihre Klauen und Zähne sind sehr wertvoll. Und ihr Fleisch ist sehr lecker, was aber nur wenige wissen. Die Dinosaurier könnten uns Menschen sehr nützlich sein. Findest du Dinosaurier nicht auch faszinierend? Gehen. Howdy. Hier gibt es also auch Dinosaurier und Flugsaurier. Das dürfte ein guter Beobachtungspunkt sein. Ich schätze, die Dinosaurier finden hier eine Menge Beute. Ja, dich zum Beispiel. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden, wie man fliegen kann, also schnell fliegen. Das heißt, zweimal die Sprungtaste. Boah, wie geil ist das. So, jetzt probieren wir das mal. Wir fahren hier Autorennen, wenn du mitmischen willst, besorg dir zuerst einen Wagen. Aha, da muss ich mit dem Wagen hinfliegen, hinfahren. Beziehungsweise, ja, ich glaube, das fliegt eher. Okay, also das können wir noch nicht machen. Jetzt geht's aber wirklich heiter weiter. Und los geht's, Freunde. Looks like someone wants to die. Also die englischen Synchronstimmen sind schon besser, oder? Was sagt ihr dazu? Schreibt es in den Kommentaren. What's going on? So it was Kakarot after all.
Es war also gar nicht Kakarot. Who the hell are you? Wer zur Hölle bist du? I don't have time to waste with you. Ich habe keine Zeit, mich mit dir abzugeben. Wait a minute. Und mal, das ist doch ein Namekian. It's a Namekian, isn't it? Was zur Hölle hat ein Namekian auf diesem Planeten zu suchen? If that's true, then what are you even Wenn das so doing ist, was hast du dann hier zu suchen? Wish? Bist du lebensmüde? You've got du hast Mumm, like das gefällt that mir. Du bist gut aussehend. Eine Stärke von 322. Du bist definitiv stärker als die anderen. But you wouldn't even be a Aber für mich reicht es nicht mal zum Aufwärmen. You're making a mistake in underestimating me. Wenn du mich unterschätzt, machst du einen Fehler. Jetzt wird's interessant, Freunde. Let's see if you can make this fun for me. What is it with this guy? That was perfect. No way! Blocken. Du kannst Angriffe blocken, indem du, ja, das wissen wir eh, selbst wenn du durch einen Angriff Schaden nimmst, kannst du sofort anfangen ihn zu blocken und dadurch so wenig Schaden wie möglich zu erleiden. Doch wenn du den Angriff zu lange blockst, wird deine Abwehr am Ende durchbrochen und du bist für eine gewisse Zeit wehrlos. Das kannst du verhindern, indem du abwechselnd ausweichst und blockst, wenn du bei einem Angriff in der Defensive bist. Okay? Das macht überhaupt fast keinen Schaden. Achso, doch. Gut. That all, huh? Is it my turn now? Time to show you what real power looks like. I'm getting another large power reading. Da ist noch ein hoher Stärkewert. That's got to be es muss Kakarot. Also Kakarot sein. Schnaufkopf. Possible. Unglaublich. Who the hell is this guy? Zur Hölle ist der Typ. And where is he going? Und wo will er hin? Doch plötzlich erscheint aus dem Weltraum ein mysteriöser Mann in einer seltsamen Kapsel, der genau seinen Schweif wie Son Goku hat. Kurz nach seiner Landung besiegt er mit Leichtigkeit Piccolo im Kampf, einen der besten Kämpfer der Erde. Ja, ich habe vorhin geglaubt, das ist eine Filmsequenz, deshalb habe ich nicht vorgelesen. Well, na, wenn das nicht Kakarot ist, bist du aber groß geworden. You look just like our old man. Bist unserem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. What? Was? Tell me, Kakarot. Sag mir, was hier los ist, Kakarot. Du solltest this? Doch alles Leben auf diesem Planeten auslöschen. What have you been doing was hast all du bitte die ganze Zeit gemacht? Hm? Who are wer you? Bist du? Und wer ist Kakarot? Sollte ich wissen, wer das Should ist? You've got to be kidding me. Du machst wohl Witze, erinnerst du dich nicht, okay? Remember. Dann helfe ich deinem Gedächtnis mal auf die Sprünge. You're not from this filthy du stammst nicht von diesem jämmerlichen Planeten. You were born on du wurdest planet auf dem Planeten Vegeta You're geboren. Du gehörst einer stolzmächtigen Kriegerrasse, den Saiyajin. And that's not und das ist noch nicht alles. Ich bin dein großer Bruder, Raditz. You're lying. Du lügst, das kann nicht stimmen. That can't be true.
Vor langer Zeit wurdest du auf diesen jämmerlichen Planeten entsandt, um dort alles Leben auszulöschen. Wir Saiyajin suchen das Universum nach bewohnbaren Planeten und löschen dort alles Leben aus, damit wir sie an den Höchstbietenden verkaufen können. Schwache Rotzbringer wie du werden auf solche schwachen Planeten entsandt. Und glücklicherweise scheint es an, den Mond zu besitzen. Wenn der Kerl die Wahl sagt, dass sie die Saiyajin echt fies. Warte, was soll das mit dem Mond? Was hat das denn damit zu tun? Stell dich nicht dumm. Die Saiyajin entfesseln beim Vollmond unsere volle Stärke. Das sollte selbst ein Idiot wie du wissen. Weiß nicht, wovon du redest. Weißt du was? Ich glaube, Krillin hat recht. Ihr Typen sind echt fies. Ich heiße Son Goku und ich komme von der Erde. Nimm deine Lügen und verzieh dich. Das könnte ich nicht nur einmal, wenn ich wollte, weil Planet Vegeta von einem Asteroiden vernichtet wurde. Fast alle unsere Brüder sind inzwischen Sternenstaub. Stimmt aber nicht. Aber das weiß er vielleicht. Oder er wollte es nicht sagen. Das Freezer. Aber das, dazu kommen wir noch. Mit mir und dir zusammen gibt es nur noch 4 Saiyajin. Wir haben neulich einen Planeten entdeckt, der uns ein hübsches Sümmchen einbringen könnte. Wir drei werden einen Höllenspaß dabei haben, ihn zu erobern. Und da habe ich an dich gedacht, Kakarot. Wenn du dich uns anschließt, gehört der Planet so gut wie uns. Komm schon, Kakarot, denk an den ganzen Spaß. Schaut dein Saiyajin-Blut da nicht über vor Freude? Schnauze! If you think I'm joining you, then you're dumber than you look. Wenn du denkst, ich würde mitmachen, bist du noch dümmer, als du aussiehst. Gut, wenn du meinst. Be that way. That little runt with the tail behind you is your kid, right? Dieser kleine Bengel mit dem Schwerf dahinter dir ist doch Sohn, oder? Dann nehme ich eben den. Was? Come any closer, and wenn du nur einen Schritt näher kommst, ärgere ich dich in den Himmel. Hopp! Ach ja, nur zu, wenn du meinst, du schaffst es. Los geht's. Son Gohan geht nirgendwo mit dir hin. Kakarot, don't turn your back on your family, your people. What the hell? Happened to your tail? I had it cut off a long time ago. Der hat den Arm, das ist einfach zerbrochen. Also man merkt, dass er viel stärker ist als ich. I think it could serve as our next target. The three of the Saiyans should be able to rid this place of its dead weight in just 1 month. I'm not gonna let that happen. Scheiße, der macht nur mehr, ja? Okay, geschafft. You're in real trouble if this is the best you can do. What? Aufstieg, jawohl. Sure to take good care of the boy. If you want him back, then you better do as your big brother says. Give him back. Don't even think about trying to be a hero. No. No. Bulma. You still got that dragon radar? Oh, I get it. That decoration on Gohan's hat was a dragon ball. All right, I'm off. It's now or never. You're as good as dead on your own. Piccolo! Neither of us has what it takes to face him head on. At least if we tried on our own. But together,
If we were to team up, we just might be able to take him down. Yeah, you're probably right. But can I really trust you? What's your angle in all this? Don't get the wrong idea. It isn't that I care in the slightest about your little kid or the Earth. That fool is the only thing standing between me and world domination. The moment he and his cronies are out of the picture, I'd finally rid myself of you. Then the world will be mine for the taking. You're crazy if you think I'm about to let that happen. But for now, I guess we gotta join forces. Guess there's really no getting around that. Precisely. So ist es gut? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe schon so viele Dragon Ball Z-Spiele gespielt. Aber ich glaube schon, oder? Ist es nicht schlecht? Aber muss ich mir noch anschauen. Jawohl, Bronzekompass, Seidenschürze, Buch für Erwachsene, schicke Urne, heiliger Text der Kampfkunst. Alright! Los geht's! Hey! Also, Goku, nimm das hier mit. Du hast alle benötigten Gegenstände erhalten. Bittertrink, sehr schön. Was ist das? Das ist ein Erholungsgetränk, der schnell wirkt, wenn du mal in der Klemme steckst. Nimm einen Schluck davon. Nimm einen Erholungsgegenstand in deine Gegenstandsauswahl auf. Aha, okay. Thank you! Super, danke, Bulma. Pussy. Dass du mir ja nicht stirbst. Hey! Das reicht, gehen wir. Yeah! Alles klar. Flying Nimbus! Flying Nimbus. Jindu Jun hast es. Unterstützungscharaktere. Nachdem du in der Hauptstory einen bestimmten Punkt erreicht hast, reist und kämpfst du gemeinsam mit anderen Charakteren. Diese Unterstützungscharaktere helfen dir im Kampf auf unterschiedliche Weise. Vergiss nicht, sie mischen mit. Du kannst Unterstützungscharaktere im Kampf Superangriff ausführen lassen, indem du R1 gedrückt hältst, du die Unterstützungsauswahl öffnest und Kreis X Quadrat oder Dreieck drückst, um den für die Taste festgelegten Angriff auszuführen. Danach wird das Symbol des Unterstützungscharakters dunkel und du musst kurz warten, bevor du den Angriff erneut nutzen kannst. Bei Benutzung einer Superangriff-Unterstützung wird auch die Unterstützungsanzeige für den jeweiligen Charakter aufgefüllt. Wenn du Unterstützungsanzeige eines Unterstützungscharakters halb voll ist, hilft der Charakter dir automatisch beim Angriff, der Verteidigung oder auf andere Art und Weise, weil sie dich unterstützen. Hängt von dem Stil ab, den sie benutzen. Es gibt drei verschiedene Stile. Weiterhin ist die Kapazität der Unterstützungsanzeige größer, je höher der Freundschaftswert des jeweiligen Charakters ist. Freundschaft kannst du erhöhen, indem du einen Unterstützungscharakter Geschenke über die Community-Option der Seelenabzeichen-Anzeige gibst. Offensive Charaktere. Offensive Unterstützungscharaktere greifen Gegner an, sie verfolgen weggestoßene Gegner und führen mit dir koordinierte Superangriffe aus. Defensive Unterstützungscharaktere helfen dir, indem sie Angriffe des Gegners aufhalten oder Ki-Explosionen blocken. Spezialunterstützungscharaktere stellen dein TP und dein Ki wieder her. Es besteht außerdem eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass sie wie offensive und defensive Charaktere jeweils Gegner verfolgen oder deren Angriffe aushalten. Du kannst jetzt zu anderen Gebieten reisen. Zwischen Bereichen wechseln. Über die Weltkarte kannst du zu anderen Bereichen wechseln. Du öffnest sie, indem du auf dem Bereichskartenbildschirm Dreieck drückst, dich an den Rand des Feldes bewegst oder weit hinauflegst. Auf der Weltkarte findest du die folgenden Informationen: erreichbare Materialien, erreichbare D-Medaillen, Rainbows fast vorhanden, verfügbare Lebensstories.
Alter, das ist ja genau, ich verstehe schon. Gib dich auf der Weltkarte hierhin, Lukadorf. Wie geil ist das? So, wie es aber weitergeht, klingt einmal sehr kompliziert, aber wir werden schon drauf kommen. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bin schon gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.